Unterwasser-Rugby ist ein Mannschaftssport mit einem salzwassergefüllten Ball. Die Wassertiefe beträgt zwischen 3,5 bis 5 Meter. Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern und Auswechselspielern. Es gibt 3 Schiedsrichter. 2 sind im Wasser und einer ist an Land. Wie bei anderen Ballsportarten gibt es folgende Meisterschaften: Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Dann legen sich ja immer so auf die. Also ich bin echt nicht gut hier. Unterwasser-Rugby kann man spielen bei den verschiedenen Tauchclubs in größeren Städten, wie zum Beispiel in Hannover. Dieses Spiel wurde in Hannover im Stadionbad aufgezeichnet. Ich habe das nicht so gut gemacht.
Du musst davon ausgehen, wenn der Gegner... Jetzt hungern sie sehr aus. Siehst du das? Aber wie? Ihr könnt auch mal ein bisschen vernünftig drauf gehen. Jetzt hungern sie sehr aus. Ja, der hat keine Luft mehr. Ja, das machen sie gut. Schönes Abspiel vom Tor. Guck mal, schon wieder. Ja, sehr schön. Die meinte doch, Marc von hinten von wegen der Einrichtung. Ich bin ja da vorne, U15-mäßig unterlegen jetzt. Na dann, gib mir dann mal eine Ja, ja, ja. Ja, ja, schön gemacht. Unten drunter durch. Ja, schön aufgepasst. Boah, ist wahrscheinlich. Kann doch mal hier rein, der Ende, oder was? Halbzeit.